Herzlich willkommen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Bildungsträger. Das ist ein Satz, der vor ein paar Wochen vielleicht noch andere Reaktionen hervorgerufen hätte. Jetzt allerdings noch mal eine ganz andere Bedeutung hat. Erste Hausaufgabe. Ich würde euch bitten, auf eurem Second Screen jetzt direkt auf öffentliches Geld, öffentliches Gut zu gehen. Das entweder in euren Browser einfach eingeben, in eure Suchzeile. Ansonsten ögög.wikimedia.de. ögög.wikimedia.de ist eine Forderung von uns. Wir unterstützen die Wikipedia-Community als Wikimedia Deutschland, Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Mein Name ist Bernd Fiedler. Ich arbeite dort im Politikteam. Und die Freiwilligen machen dort eine ganze Menge wahnsinnig gute Arbeit. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, da gibt es mehrere Untersuchungen, ziemlich viele Artikel zu, die eben darstellen, wie die Redaktion Medizin in der deutschsprachigen Wikipedia, aber auch in der englischsprachigen arbeiten. Aber das, was dort auf der Wikipedia passiert, das ist vor allem Textarbeit. Und aufwendige Grafiken, Erklärvideos, gute Fotos zu produzieren. Auch da gibt es tolle Wikipedianer, Wikimedianer, die in Wikimedia Commons tolle Sachen einliefern. Aber manchmal sind Grafiken, Videos einfach super aufwendig und mega teuer. Und wir wollen gerne, dass diese Sachen von öffentlicher Hand zugeliefert werden, beziehungsweise dort, wo öffentliches Geld fließt, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Jetzt auf die Seite gehen, unterschreiben, ögög.wikimedia.de. Ich erzähle euch jetzt, warum. Der Vortrag heißt When Stars Collide und das hat auch einen Grund. Gehen wir mal auf Präsentieren. Nein, da ist also das Video, mal gucken, wie das funktioniert. Ich mag Astronomie sehr und wenn zwei sehr schwere Objekte sich umkreisen und zwar irgendwie zusammen wollen, wie zum Beispiel die deutschsprachige Wikipedia und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dann ist das erstens ziemlich schön, zum zweiten ist das ziemlich aufregend, dauert zum dritten, ist so ein bisschen wie ein Elefantentanz, dauert ziemlich lange, aber wenn die beiden dann endlich mal zusammenkommen, dann wird eine ganze Menge Materie ausgestoßen und da können, genau, die Musik, die wird jetzt hier im Raum gehört, die hört ihr im Stream leider nicht. Das ist übrigens Material, das unter CC0 zur Verfügung steht, weil es eben unter anderem mit NASA-Material, das grundsätzlich nicht urheberrechtsfähig ist, bereitgestellt wird, weil es eben eine Bundesbehörde ist, Federal Government. Und auch deswegen dieser kleine Ausflug in die Astronomie. Dort bei der NASA fließen öffentliche Mittel und dort werden die Sachen dann eben auch in die Public Domain eingespielt. Die Bilder kann ich nutzen. Die Bilder kann ich bei diesem Vortrag zeigen und die Bilder können in der deutschsprachigen Wikipedia genutzt werden von jeder Schülerin, jeder Schüler in dem Vortrag. Die ESA fährt eine ähnliche Policy, die Europäische Weltraumagentur, die macht das unter CC BY SHARE ALIKE. Gut genug, CC 0 wäre besser, aber da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt wird nicht direkt von Steuermitteln bezahlt, aber von Geld, von der Rundfunkabgabe, die alle zahlen. 8 Milliarden Euro jährlich fließen dort rein, um gute Produktion zu machen. Diese sind online abrufbar, allerdings nur beschränkt. Sind nur auf einigen Plattformen abrufbar, manche davon privat, wie YouTube zum Beispiel, eben dann auch in den Mediatheken, mal mit besseren, mal mit schlechteren Apps und Schnittstellen. Werden allerdings relativ häufig auch wieder depubliziert, also wieder gelöscht. Und das ist ein Problem. Ich habe mal als Lehrer gearbeitet. Und wenn ich dort dann in dem Fall war es das ZDF hingegangen bin und habe gesagt, Mensch, ich würde so gerne diese Dokumentation von euch in meinem Unterricht verwenden. Aber die habt ihr A, in einem Jahr müsst ihr die wieder löschen. Zum Zweiten, ich möchte nur einen Teil davon zeigen und unsere Internetverbindung in der Schule ist nicht besonders gut. Darf ich sie mir runterladen und zuschneiden? Kommt dann die Antwort, wenn sie mich fragen, muss ich Nein sagen. Und das ist ein Zustand, der für Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land nicht so richtig tragbar ist. Also ich kann guten digitalen Unterricht mit exzellenten Materialien machen und mich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedienen und tolle Sachen damit machen, allerdings nur, wenn ich Lizenz- und Urheberrechte verletze. Nur dann, wenn ich gegen die Nutzungsbedingungen der Mediathek verstoße. Nur dann, wenn ich diesen Unterricht kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Referendariat mache, wenn ich eine Prüfungsstunde habe, kann ich nicht vorzeigen. Ich kann also keinen guten Unterricht, keinen guten vorzeigbaren Unterricht mit Material des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen. Und das darf ich jetzt ändern. Beziehungsweise ihr dürft das ändern. ögög.wikimedia.de bitte jetzt unterschreiben. Und
Kurzer Einspieler, wo wir gerade sind. Momentan sieht das ungefähr so aus. Die deutschsprachige Wikipedia oder die Wikipedia allgemein läuft unter CC BY Share Alike größtenteils. Da gibt es auch noch verschiedene andere Materialien. Das heißt, grundsätzlich darf jeder und jede das Material nachverwenden, weiterverwenden, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Also nicht verfälschen, sagen, wo es her ist, Weitergabe der gleichen Bedingungen etc. Die ARD ist nun, das seht ihr hier unten, und die ARD und das ZDF sind größtenteils komplett im Copyright-Bereich, also alles urheberrechtlich geschützt und relativ wenige Freigaben. Es gibt ein paar Ausnahmen und da komme ich gleich zu. Und das sieht jetzt relativ weit auseinander aus, ist es auch. In dieser ganzen Skala von frei für alle und geschützt und du darfst es nicht verwenden ohne explizite Erlaubnis, die ich dir aber nicht geben darf. Und das ist so ein bisschen, die Wikipedia sagt, ihr kommt zu uns, also macht doch mal ein bisschen freier, und die Öffentlich-Rechtlichen sagen, nee, verändert doch lieber bei der Wikipedia die Lizenzbedingungen, damit unsere Materialien da auch ausgespielt werden können. Ist für uns einfacher. Und das ist so ein bisschen, beide sagen, komm mal hier, no, you come over here, komm hier zu mir. Wie gesagt, so ein bisschen Trägertanz der Elefanten. Wir versuchen das jetzt mit dem, wir sehen aber, dass es sowohl in der Wikipedia Leute gibt, die eben sich öffnen wollen für bestimmte Materialien, nicht für bestimmte Lizenzen. Andererseits eben auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk Leute, Redaktionen, die ihr Material an den Mann bringen wollen. Die eben zeigen wollen, wir wollen, dass dieses nachgenutzt wird. Wir wollen nicht für die Schublade produzieren, sondern gerade Bildungsmaterialien sollen nachgenutzt werden. Es gibt dazu auch die Möglichkeit, seit dem 22. Rundfunkstaatsvertrag, jetzt auch im 23., dann auch später im Medienstaatsvertrag, sind sogenannte zeit- und kulturgeschichtliche Archive erlaubt. Und die umfassen explizit auch Bildungsmaterial. Das Coole an diesen zeit- und kulturgeschichtlichen Archiven, die müssen nicht gelöscht werden. Die Materialien, die da unter diesem Begriff online stehen, können für immer online bleiben. Dürfen also auch von Lehrerinnen und Lehrern immer weiter gestreamt werden, auch in 3 Jahren, wenn die Steinzeit wieder mal im Unterricht rankommt. Und auch in der Wikipedia verlinkt werden. Ebenso, dass der Link nicht nach 2 Jahren wieder kaputt ist. Wir fordern, dass das Ganze dann, also dass die Sachen online bleiben, vor allem Bildungsmaterial, womöglich es nachgenutzt werden kann, eben unter freien Lizenzen, und das Ganze natürlich unter angemessener Vergütung. Also dann wird das eine oder andere Material wird dann eben auch teurer. Lohnt sich. Wie wir tanzen. Jetzt haben wir das eine ganze Weile gefordert. Wir sind da seit über 2 Jahren dran, die Wikipedia-Community schon seit 2016. Und der Funk hat dann angefangen, zum Beispiel mal Sachen hochzuladen. Mehrere Sachen sind passiert. Funk hat versucht, Inhalte von Wikipedia zusammenzufassen und ein Video nochmal neu wiederzugeben. Eben als gute Einstiegsvideos. Da kamen sofort die Wikipedianer an und sagten, ja, also diese Seite solle bitte gelöscht werden, weil eben die Quellen in den Videos nicht ganz, nach Meinung des Autoren, nicht ganz angemessen dargestellt wurden. Gab sofort eine Löschdiskussion. Super ansprechen, wenn ich komme, dir Material gebe unter der Lizenz, die du auch haben möchtest, und dann gesagt wird, ja, nee, so nicht. Manchmal eben auch Probleme mit dem Umgangston. Das ist genau das Gleiche, ist Funk passiert, als die Fotos hochgeladen haben. Sie machen biografische Reihen und haben dann Fotos gemacht dort von den Protagonistinnen von Capital Bra und eben von dieser Künstlerin. Was passiert? Katja Krasavice, das Foto wurde sofort zur Löschung markiert mit der Begründung, obviously unfree. Weil ein Freiwilliger gesagt hat, dieses Foto ist viel zu schön oder viel zu gut, um von einem Freiwilligen gemacht worden zu sein oder eben unter CC bereitgestellt worden zu sein. Ja, also die Löschdiskussion wurde natürlich, also das wurde abgewiegelt, die Sachen stehen noch online, aber ist ein Problem. Terra X hat es cleverer gemacht. Die haben und auf der ZDF Mediathek Materialien, Erklärvideos unter Creative Commons bereitgestellt, die sich dann die Wikipedianer selber geholt haben. Und das kann man dann, also das, wenn ihr Terra X Creative Commons sucht, könnt ihr diese Materialien auch noch finden und natürlich auch in der deutschsprachigen Wikipedia. Dort haben wir auch mal geschaut, also zum Beispiel bei Klima sind die wichtigsten Klimafaktoren mit eingearbeitet an der Stelle, wo es auch Sinn macht. Und die Abrufstatistiken könnt ihr hier sehen, diese Dateien, die Seiten, auf denen die Materialien verlinkt sind, sind über 500.000 Mal aufgerufen worden in diesem Jahr schon und die Dateien selbst 400.000 Mal, also 400.000 Mal vorgeladen worden. Und das ist eine wahnsinnige Reichweite, die für diese doch thematisch enge Bereitstellung dort gegeben wurde. Das ist nur ein Prototyp. Aber das ist ein erster Schritt,
wie diese beiden Elefanten tanzen, wie diese beiden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Wikipedia versuchen zueinander zu finden und auch einen ganz guten Use Case schaffen. Da geht natürlich noch mehr. Volker, seht ihr gleich noch, wir machen dort regelmäßig runde Tische, wo wir mit allen Beteiligten, mit den Journalistinnen-Gewerkschaften, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit Lehrerinnen und Lehrern, Bibliothekarinnen, Archivarinnen, Justiziarinnen darüber sprechen, wie können wir da mehr Inhalte befreien, wie können wir die Nachnutzung verbessern. Da sind Wikipedianer dabei, da sind junge Medienmachende dabei und natürlich auch die Zivilgesellschaft wie die DigiGES. Und jetzt nochmal der letzte Aufruf. Bitte bei ökök.wikimedia.de reinklicken. Wir sind damals auch schon natürlich presseöffentlich gegangen. Da könnt ihr noch ein paar Sachen nachlesen. Wir haben einige Unterstützende, die Kiron University, wir haben die Klassikstiftung Weimar, natürlich den Deutschen Bibliotheksverband, den Chaos Computer Club, viele andere, die Open Knowledge Foundation, die uns da jetzt unterstützen. Der Bundesjugendring, an der Stelle nochmal vielen Dank. Und die auch sagen, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Und diese Inhalte, die gehören ein Stück weit, wenn sie entsprechend freigekauft werden, sollten sie für alle zur Verfügung stellen und uns allen gehören. Und da könnt ihr uns helfen, indem ihr unterschreibt, das abschickt, um die Kräfte innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stärken, die genau das auch wollen, die genau das auch befördern wollen, aber dann wieder auf die Füße bekommen von Leuten, die sagen, kompliziert, schwierig, wollen wir nicht, machen wir nicht, haben wir noch nie so gemacht. Und es gibt eine ganze Menge Bewegung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sieht man von außen vielleicht nicht immer. Und gerade jetzt sieht man ja auch, dass Terra X statt Schule, viele andere öffentlich-rechtliche Sender Bildungsmaterial explizit online stellen jetzt gerade. Und ich möchte, dass diese Sachen online bleiben. Ist ein bisschen Zukunftsmusik, da gibt es noch eine ganze Menge, aber eben auch eine ganze Menge zu gewinnen und zu befreien. Und da bitte ich um eure Hilfe. Dankeschön. Dankeschön, Bernd. Es gab noch eine Frage, und zwar, wie ihr das alles eigentlich erreichen wollt, und zwar mit einer Gesetzesänderung oder wie konkret? Da müssen keine Gesetze mehr geändert werden. Das ist das Praktische daran. Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt das schon, das, was wir wollen. Und es steht auch nichts im Gesetz, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Creative Commons Lizenzen machen darf. Das ist tatsächlich nur eine Frage der finanziellen Ausstattung, beziehungsweise also sowohl der Autorinnen als auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selber, der Sender. Aber auch vor allem der Schwerpunktsetzung. Also ich kann mich als Intendant dafür entscheiden, das entsprechend so zu machen, dass die Materialien unter grundsätzlich, also da, wo es eben geht, mit zahlreichen Ausnahmen, unter Creative Commons eingekauft werden. Gerade eben auch im Bereich der Bildungsmaterialien, gerade da, wo es Sinn ergibt. Wir wollen nicht ganze Sendungen. Es gibt, also klar, wäre auch schön, aber von so einer biografischen Sendung reichen uns einzelne Bilder, reichen uns Produktionsfotos, Setfotos, von Erklärstücke innerhalb von Dokumentationen, die in-house gemacht werden, Grafiken. Wir wollen nur einzelne Teile davon. Wir wollen gar nicht den ganzen Kuchen, wir wollen nur Krümel. Also damit fangen wir an. Alles klar, dann Dankeschön. Ich habe auch noch eine Frage. Ach so, ja, du musst, wir, genau. Genau. Es gibt ja eine Initiative der Dokumentarfilmer, die hier sozusagen von der Seite der Produzenten mit eurem Anliegen sehr schön korrespondiert, nach meinem Gefühl. Vielleicht kannst du dazu kurz noch ein Wort sagen und deine Einschätzung, was das diesem Anliegen, öffentlich-rechtliche Rundfunkinhalte in die Wikipedia zu bringen, helfen kann. Danke. Das korrespondiert ganz gut auch mit unseren Forderungen. Da würde ich allerdings darauf verweisen, da haben wir auch auf der Kampagnenseite drauf verlinkt, direkt bei der AG Doc da das nochmal genau nachzulesen. Es geht vor allem aber eben auch um Verwertungsverträge, darum, dass Sachen eingekauft werden zu einem angemessenen Preis und eben keine Eigenkapitalisierung vorgegeben ist. dass eben die Dokumentarfilmerinnen gerne möchten, dass die Sachen vollständig finanziert werden und nicht gesagt wird, ja, du musst 80%, also 80% bezahlen wir dir oder 90% und den Rest musst du selber bezahlen. Ja, woher denn? Also welche zusätzliche Finanzierung könnte man da dann eben noch einwerben? Die gibt's meistens nicht, also arbeitet man meistens zu einem Stundenlohn, der nicht so in Ordnung ist. Ja, ich bin auch in Gesprächen mit relativ viel, also mit, klar, ich
das ist ein Stichprobenfehler, den ich habe, aber ich begegne immer wieder Produzentinnen, die sagen, unter den richtigen Bedingungen stellen wir gerne Sachen unter CC zur Verfügung. Es gibt Sachen, die möchte ich nachmonetarisieren, aber es gibt ganz viele Sachen, die sind dann abgeschlossen und die kann auch bitte jeder nutzen. Deswegen mache ich ja Filme. Sandra Trostel hatte bei diesem runden Tisch, also Mitglied des Vorstands bei der AG Doc, eben gesagt, ich habe keine Lust mehr, Filme für die Schublade zu produzieren, die dann eben nicht, also die dann eben versendet werden, vielleicht auf dem Sendeplatz, der mir nicht ganz passt, und dann eben nach einer Weile auch online wieder verschwinden und dann nicht mehr nachgenutzt werden. Da geht deutlich mehr und da haben alle was davon.